Mein Vater hat es mir doch gesagt, dass ich der einzig Echte bin. Auserwählt, um als Gott zu herrschen. Deshalb wurde ich so geboren, halb Mann, halb Sündenvertilger. Sie haben mich doch gepriesen. Sie haben mich verehrt, weil ich sie beschützte. Es ist nicht richtig. Es ist nicht gerecht. Ich sollte auf euch herabblicken. Seht, der Himmel! Undankbare Idioten! Ohne mich wäre die ganze Stadt überrannt worden. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als sich über die Opfer zu beklagen. Die spinnen doch. Man hat sie aufgewiegelt. Da will mir jemand die Herrschaft streitig machen. Die haben sich aber geschnitten. Ich werde niemals meinen Posten räumen. Niemals! Die Undankbarkeit ist wirklich nicht zu ertragen. Nach allem, was ihr für diese Stadt getan habt, hättet ihr mehr Respekt verdient. Hä? Wer bist du? Woher kommst du? Hier hat niemand Zutritt. Bitte entschuldigt mein unerlaubtes Eindringen. Ich bin bloß hier, um euch zu helfen. Ich habe ein Angebot zu machen. Wenn ihr es so wünscht, werde ich einen Lichtbringer fangen und zu euch bringen. Er wird das Kind im Leib eurer Frau zu einem mächtigen König machen. Und als Vater dieses übermächtigen Herrschers wird euch niemand mehr in Frage stellen. Wundervoll! Die Sündenvertilger gehorchen meinem kleinen Warthree wie Schoßhunde. Mit ihm wird unsere Familie die Macht und Ehre erlangen, die uns zusteht. Bald schon werden wir über die ganze Welt herrschen. Ganz recht. Dann werden die Kämpfe enden
Jegliches Aufbegehren nach Wandel wird vergessen und die Welt in einen willkommenen Stillstand verfallen. Dein Volk wird fett und zufrieden sein und niemand wird aufbegehren. Niemand wird die Ordnung stören. Was ist mit dir? Sag doch was. Es war zu viel. Wenn wir nicht schnell was unternehmen, verwandelt sie sich. Uriange, tu etwas. Der Himmel wird wieder hell. Der Moment ist gekommen. Die Kraft aller Lichtbringer befindet sich an einem Punkt. Jetzt werde ich sie aufnehmen. Um der Himmel willen, was machst du da? Ich werde die Kraft von hier in den Kristallturm leiten und in eine andere Welt reisen. Seit ich von der Existenz anderer Welten erfuhr, habe ich von diesem Moment geträumt. Wer würde schon freiwillig in dieser sterbenden Welt bleiben? Ich jedenfalls nicht. Deshalb habe ich euch benutzt. Lügner! Ich glaube dir kein Wort. Betrüger! Wir lassen nicht zu, dass du so mit ihr umspringst. Nein! Lasst ihn! Bitte! Ich beschwöre euch, lasst ihn gewähren! Uriange, du hast das alles gewusst. Aber was er sagt, ist unmöglich. Ein Teleport dieser Art ist schier undenkbar. Der Kristallexarch wird niemals eine andere Welt erreichen. Und er weiß es. Was hat er dann vor? Er will das ganze Licht in sich aufnehmen und in den Riss zwischen den Welten bringen, wo er sterben wird. Er hatte von Anfang an vor, sich selbst zu opfern, um unsere Heldin und Norvran zu retten. So wird die glorreiche Heldin ihrer Beute beraubt. Von einem einfachen Ding. Ein etwas abgedroschenes Ende, das gebe ich zu. Aber die Geschichte hat noch einen Epilog. Welche Rolle ich darin spiele, daran wird sich schon bald niemand mehr erinnern. Sorg dich nicht um einen namenlosen Kristallexarchen. Mir reicht das Wissen, dass mein Wunsch in Erfüllung geht.
dass du an mich geglaubt und für diese Welt gekämpft hast. Leb wohl, meine Heldin, mein großes Vorbild. Der Kristallturm kann nur von jemandem mit dem roten Auge des alagischen Kaisergeschlechts gesteuert werden. Doch davon existiert auf der ersten Splitterwelt niemand. Deshalb war klar, dass der Kristallexal zusammen mit dem Turm hierher gelangt sein musste, über Raum und Zeit hinweg. Doch was er vorhatte, war mir ein Rätsel. Wie hätte man auch darauf kommen können, dass er all das auf sich nimmt, bloß um eine Heldin zu retten? Das ist so verrückt, dass ich es schon wieder bewundernswert finde. Doch es ist nicht dein Plan, der aufgeht, sondern unserer. Du Wahnsinniger! Vorsicht, haltet besser still. Der Exarch lebt noch, aber wie lange noch, hängt von euch ab. Von dir bin ich wirklich sehr enttäuscht. Ich dachte, du wärst stark genug für all das Licht. Doch sieh dich an. Bald wirst du dich in ein Monstrum verwandelt haben. Und was soll ich dann noch mit dir anfangen? Letztendlich bist du eben doch nur ein unvollkommener Wurm wie all die anderen. Ich bin ein Aschien. Mein Ziel ist die Vereinigung aller Welten. Vor 100 Jahren gab ich meinem Bruder Logriff den Auftrag, den Einfluss des Lichts im ersten Splitter zu stärken. Zu diesem Zweck betrog er die Helden dieser Welt. Als das nicht zum erwünschten Erfolg führte, erschuf ich Warthree. Doch aufgrund eurer überaus lästigen Einmischung hat auch er sein Ziel verfehlt. Was wolltest du wirklich von uns? Ist das immer noch nicht klar? Alles, was ich gesagt habe, entspricht der Wahrheit. Es war eine Probe. Ich wollte sehen, über welches Potenzial eure unvollkommene Art verfügt. Ich habe mich aufrichtig für euch interessiert. Ich zog ernsthaft in Erwägung, mich mit euch zu verbünden. Die Voraussetzung dafür war allerdings, dass sie das Licht in sich aufnehmen und bändigen könnte. Doch offensichtlich ist sie dazu nicht in der Lage. So hat sie, und damit auch eure Art, keinen Wert für mich. Dass wir nicht deinen Idealen entsprechen, nehme ich als Kompliment. Aber was, wenn wir deine Probe bestanden und nicht mit dir zusammengearbeitet hätten? Was wäre dann gewesen? Dann hätte ich euch alle getötet und das Licht freigesetzt. Dann wäre die Welt zumindest wieder in dem Zustand, in dem sie vor eurer Jagd auf die Lichtbringer war. Es wäre wirklich sehr ärgerlich gewesen, wenn das ganze mühsam angesammelte Licht einfach so verschwunden wäre. Deshalb hat er mir durchaus etwas Kopfzerbrechen bereitet. Du verfügst noch über deine Sinne und deine Gestalt. Aber im Inneren bist du schon weitgehend ein Sündenverträger. Ob du es willst oder nicht, du wirst den Rest dieser Welt mit Licht überfluten. Allein mit deiner Anwesenheit. Jeder, der sich mit dir abgibt, wird selbst zum Sündenvertilger. Und bald schon stürzt ihr euch auf wehrlose Seelen, um ihren unwiderstehlichen Äther zu kosten.
Bestimmt werden sich wieder ein paar Lebensmüde in deinen Weg stellen. Hilfe, wir sind verloren. Es gibt keine Hoffnung mehr. Es ist perfekt. Den Stillstand, den Orthwing durch Glückseligkeit erreichen wollte, wirst du durch Verzweiflung herbeiführen. Damit ist alles gesagt. Ich werde mich nun verabschieden. Viel Erfolg noch bei der Vernichtung dieser Welt. Nein! Kristallexarch! Ich nehme ihn als Entschädigung für die Hilfe, die ich euch nutzloserweise gewährte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich von einem Unvollkommenen jemals etwas lernen könnte, aber sein Wissen könnte sich noch als hilfreich erweisen. Ich habe wirklich Mitleid mit dir. Deine Freunde werden schon bald deine Feinde sein. Entweder du tötest sie, oder sie töten dich. Nutze deinen allerletzten Funken Verstand und komm zu mir, wenn es soweit ist. Ich werde deinem Elend gerne ein Ende bereiten. Du findest mich tief unter den stürmischen Wogen der schwärzesten See. Ah, du bist wach? Nachdem du das Bewusstsein verloren hattest, verschwand er mit sich. Rine tat alles, was sie konnte, um das Licht in deinem Inneren zu bändigen. Es gelang ihr, den Verwandlungsprozess fürs Erste zu unterbinden, aber... Sie selbst. Kulusia, Raktika, Amareng, Ilmek, ganz Norvrand ist wieder vom Licht bedeckt. Es ist das Licht, das du in dir hast. Du strahlst es aus. Bisher wissen nur deine Freunde, dass es von dir ausgeht. Sie trugen dich den Berg hinunter und erzählten den Wartenden, dass sie nicht wüssten, warum das Licht zurückgekehrt ist. Sie reisen jetzt durch Norvrand, um die Bevölkerung zu beruhigen und vielleicht einen Weg zu finden, dich zu retten.
Geh raus, wenn du dich kräftig genug fühlst. Es ist besser, als hier dem Gram nachzuhängen. Geh. Es wird dir gut tun.
helfen. Die Bewohner dieser Stadt sind zäh. Ihr Wille, für ihre Zukunft zu kämpfen, ist ungebrochen. Aber das macht es gerade so schwer für dich, nicht wahr? Dass du jetzt zwischen ihnen und ihrer Zukunft stehst. Sind sie. Sie dürfen dein Geheimnis nicht erfahren. Die Wahrheit wäre unerträglich. Besser, es bleibt alles, wie es ist. Um ehrlich zu sein, stecken wir ganz schön in der Patsche. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Womit ich nicht sagen will, dass der Kampf verloren ist. Du gibst dich nicht zu schnell geschlagen, habe ich recht? Ich
Ich habe schon einmal so in den Himmel gesehen. Als ich begriff, dass mein Tun zu der Lichtflut geführt hatte. Als ich mein Leben beendete, um in den Ursprung gehen zu können. Ich kämpfte gegen dich und verlor. Wenn das Orakel sich nicht auf unsere Seite gestellt hätte, wäre diese Welt für immer verloren gewesen. Doch war die Errettung es wert. Wäre ein Neuanfang in einer vereinigten Welt nicht besser gewesen, als das Elend hier zu wahren? Diese Frage habe ich mir lange gestellt. Aber dann, als ich auf Kolusia sah, wie der Talos sich erhob, da wusste ich es. Dies ist der richtige Weg. Wir sind Helden. Wir müssen bis zuletzt kämpfen. Nicht für uns, sondern für alle anderen. Wenn wir unsere Arbeit tun, dann bauen sie diese Welt wieder auf, mit vereinten Kräften. War es das gleißende Licht, das mein Herz blendete? Sie wollen hier leben, deswegen vollbringen sie das Unmögliche und errichten Wege, die bis in den Himmel reichen. Endlich habe ich etwas, auf das ich stolz sein kann. Komm schon, lass mich nicht hängen. Dachte ich es mir doch. Dies ist kein Zufall. Meine Geschichte ist bereits geschrieben. Aber aus irgendeinem Grund spiele ich in deiner noch eine Rolle. Ich hatte es schon vermutet, als ich merkte, dass du mich sehen und hören kannst. Aber es ist, wie es ist. Ich bin der Narr, der die Lichtflut auslöste. Ich traue mir selbst nicht mehr über den Weg. Es war gut möglich, dass ich wieder falsch lag. Das ist einer der Gründe, warum es mir so schwer fiel, nach vorne zu blicken. Aber jetzt habt ihr mir gezeigt, dass unser Weg doch nicht so falsch war. Deswegen möchte ich jetzt etwas versprechen. Ich verschreibe dir meine Seele. So kann ich noch etwas Gutes tun, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Wenn du zu einer Gefahr für diese Welt wirst, werde ich dich auf den rechten Pfad lenken. Also sieh zu, dass du nicht davon abweichst, Heldin. Was sehe ich denn da? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Oh Gott, finde ich mein Bäumchen hier alleine, mit einem Lachen auf dem Gesicht. Manchmal weiß ich wirklich nicht, was ich von dir halten soll. Siehst du fürchterlich aus. Dein Äther ist ja vollkommen durcheinander. Und deine Seele erst voller gefleckter Risse und gestopfter Löcher. Mein armes Bäumchen. So kann das doch nicht weitergehen. Was machen wir denn bloß mit dir? Warum wirst du nicht einfach der Feenkönig? Dann kannst du dich von der Welt verabschieden und es dir im Schloss gemütlich machen. Wenn
jemand kommt, um dir das Leben schwer zu machen, ist ganz Ilmec zur Stelle, um dich zu beschützen. Damit wären zwar nicht alle Probleme gelöst, aber das Angebot steht. Wie wär's? Soll ich dir Krone und Zepter reichen? Mhm. Was denn? Warum denn so kaltherzig? Du könntest doch wenigstens mal über mein Angebot nachdenken. Aber was wird dann aus dir werden? Ich habe dir so wenig zu bieten. Mein liebes Bäumchen, mein süßes Bäumchen. Du befindest dich gerade in einem Irrgarten. Du weißt nicht, wo du langgehen sollst. Gefundenes Fressen für Wesen wie mich, die die Sterblichen mit Nebel und falschen Wegweisern immer tiefer in die Irre führen. Ich sage dir was. Bleib stehen. Überlege nicht, um welche Ecke du gehen musst. Überlege zuerst, wo du bist. Dann findest du den Weg heraus. Unser Kern aus kristallklar, sein rotes Aug behütet dich. Erkenn dich selbst, wie er dich sah. Und wo du stehst, enthüllt sich. Sein Garten. Wenn du mit seinen Bewohnern sprichst, wird sich das Dickicht etwas lichten. Ich bin schon gespannt, wie du dich entscheidest. Wir werden uns wiedersehen. Ich kann es nicht erwarten.
Ich habe den Umbilikus für dich geöffnet. Du kannst eintreten. Ich werde auf dich warten. Lass mich wissen, wenn du fertig bist, damit ich die Tür wieder verschließen kann. Also, Kristallexarch. Nein, dein richtiger Name war ja Grahatia. Du bist also nicht von hier, sondern aus der Ursprungswelt. Und du behauptest, aus einer Zukunft zu kommen, in der die 8. Katastrophe eingetreten ist? Du hast die Grenzen von Zeit und Raum überquert, um die Auslöser der Katastrophe zu beseitigen und so die Heldin vor dem Tod zu retten? So und nicht anders ist es, auch wenn es dir noch etwas unglaubwürdig erscheinen mag. Nein, ich bezweifle es nicht. Weder was die Katastrophe betrifft, noch was du über dich selbst gesagt hast. Aber es gibt viel zu bedenken. Dürfte ich dich bitten, mir zu erzählen, wie es zu all dem kommen wird? Selbstverständlich. Wo soll ich anfangen? Ja, am besten mit Sid Garlott. Er und eine Handvoll seiner Leute haben die 8. Katastrophe überlebt. Sie suchten fieberhaft nach einem Weg, dem nicht enden wollenden Krieg Einhalt zu gebieten. Während eines Abenteuers mit der Heldin kamen sie auf eine Idee, die sie unter Einsatz ihres Lebens verfolgten. Es galt, den Fluss der Zeit umzukehren und quer durch den interdimensionalen Riss zwischen den Welten zu springen. Doch sie waren alt und ihr Ende nahte. Sie beschlossen, es der nächsten Generation zu überlassen, ob der Plan in die Tat umgesetzt werden sollte. Dies geschah zu einer Zeit, in der der Krieg noch immer wütete. Die Völker beraubten und mordeten sich gegenseitig, und es gab keine Anzeichen für Hoffnung. Man hielt die Welt für verloren. Die Völker hätten ihre Zukunft verraten. Doch dann geschah es. Endlich sagte jemand: Es ist genug. Ich bin nicht in diese Welt gekommen, um die alten Kämpfe fortzuführen. Ich bin hier, um eine neue Welt zu schaffen. Ich werde das Wissen nutzen, das die Weisen uns hinterließen, und die Katastrophe aufhalten. Diejenigen, die der gleichen Ansicht waren, machten sich daran, Sids Plan in die Tat umzusetzen. Erst 200 Jahre nach Ausbruch der Katastrophe gelang es, den Kristallturm in Gang zu setzen. Und damit erwachte auch ich, der Hüter des Turms. Zu diesem Zeitpunkt waren die Auslöser der Katastrophe und die Vereinigung mit der ersten Splitterwelt bereits gut erforscht. Also wurde der Turm nach Sitzplänen umgebaut und mit der erforderlichen Energie gespeist. Du hast den Turm in die erste Splitterwelt versetzt, in eine Zeit vor der Vereinigung der Welten. Ich wollte kurz vor der Verschmelzung eintreffen, doch ich schoss um knapp 100 Jahre über mein Ziel hinaus.
Die unterschiedlichen Zeitflüsse zwischen den Welten sind wirklich äußerst schwierig zu berechnen. Doch das erwies sich als unerwarteter Glücksfall. Schließlich brauchte ich Zeit, um sie zu rufen. Sie, ohne deren Gabe des Lichts die Sündenvertilger nicht zu besiegen waren. Ein außergewöhnlich durchdachtes Spiel. Es grenzt an ein Wunder, dass du es Zug um Zug in die Tat umsetzen konntest. Doch wenn du die Geschichte umschreibst, dein gegenwärtiges Ich wurde zum Teil in der Zeit nach dem Eintritt der Katastrophe geformt und bleibt mit ihr verbunden. Wenn dieselbe nicht eintritt, werden die Fäden deiner Existenz auseinandergezogen und neu geknüpft. Das muss dir doch bewusst sein. Ja, das ist mir natürlich klar. Deswegen hat Sid die Entscheidung auch allein demjenigen überlassen, der den Plan ausführen würde. Sein Leben ganz einer Sache zu widmen, ohne Eigennutz und nur zum Wohle anderer, ist keine leichte Angelegenheit. Besonders in einer Welt voller Zwietracht, die dem Krieg verfallen war. Aber es gibt einen Grund, warum ich es tue. Sie, die Heldin, wir alle sind durch ihre Geschichten verbunden. Egal wie aussichtslos der Kampf war, immer hat jemand das Banner hochgehalten. Egal wie hoffnungslos die Reise schien, jemand hat immer ein neues Lied angestimmt. Denn sie haben Erzählungen von ihren Heldentaten gehört und darin den Mut gefunden, weiterzumachen. Sie stehen in den Annalen der Geschichtsschreiber, die von befreiten Ländern und neuen Allianzen berichten. Sie stehen in abgegriffenen Chroniken, wieder und wieder kopiert und weitergereicht. Sie wandern von Mund zu Ohr, vorgetragen in Liedern und Gedichten, um die Geister der Nacht zu vertreiben. Auch diejenigen, die gegen die Katastrophe kämpften, waren von ihnen inspiriert. Sie schauten zu ihr auf, wie zu einem fernen Stern, dem man seine Wünsche ausspricht. Ich weiß, was sie ihr sagen würden. Dein Tod war nicht umsonst. Durch dich lebt unsere Hoffnung. Wir werden dich nie vergessen. Ich bin nur ein Bote, ein Handlanger. Ich führe einen Plan aus, der ihr das Leben zurückgeben soll. Warum erzählst du mir das? Auch dafür gibt es einen Grund. Ich möchte, dass du zu meinem Komplizen wirst. Du selbst hast dich für diese Rolle empfohlen, als du mir verrietst, wie du von der Flut erfuhrst und Ninfilias Reise in die erste Splitterwelt in die Wege leitetest. Du bist ein scharfsinniger Denker und entschlossen, diese Welt zu retten. Dir kann ich vertrauen. Du wirst es verstehen. Was verstehen? Wenn der Plan vollzogen und der letzte Lichtbringer besiegt ist, werde ich das Licht in mich aufnehmen und sterben. Irgendjemand wird versuchen, mich davon abzuhalten. Einer deiner Freunde oder, wahrscheinlicher, die Heldin selbst. Aber dazu darf es nicht kommen. Du musst mir helfen, meine wahre Identität und meine Absichten zu verbergen. Ouranger, du hast das Wissen um die achte Katastrophe nicht von mir. Du hast es im Riss zwischen den Dimensionen gesehen. Hältst du das wirklich für das Beste?
Als ich in der Zukunft erwachte, hörte ich die Barden ihren Namen singen. Da war mein Schicksal besiegelt. Glaub mir, ich habe genug Zeit gehabt, um über alles nachzudenken. Mein Entschluss steht fest. Ich werde sie retten. Du musst auf dich Acht geben. Wenn das Licht wieder außer Kontrolle gerät, könnte es das letzte Mal sein. Es wird dich verwandeln. Das dürfte ohnehin nur eine Frage der Zeit sein. Was wirst du tun? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Emmet Selch erwähnte doch etwas von stürmischen Wogen, oder? Kulusia liegt im Meer der schwarzen Winde. Bestimmt hat er dort im Meer seinen Unterschlupf. Hier bist du also. Dein Blick verrät mir, dass du die Wahrheit bereits kennst. Du hast sie in der Vergangenheit gesehen. Orianger hat es uns erzählt, wer der Kristallexarch ist und was er vorhat. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass ich die Wahrheit verschwiegen habe. Ich wusste, dass du irgendwann den ganzen Plan des Kristallexarchen erfahren würdest. Und ich war bereit, die Konsequenzen zu tragen. Das bin ich immer noch. Du kannst über mich urteilen, wie dir beliebt. Doch ich habe eine Bitte an dich. Lass mich mit dir gehen. Ich möchte dir mit meinem Wissen helfen.
Ich weiß, wie es um dich steht, aber dennoch, solange mich meine Füße tragen, werde ich an deiner Seite stehen. Ich bin dagegen. Nicht, dass Orianger dich begleitet, sondern dass du gehst. Ich habe Angst um dich. Ich habe nur das Allernötigste getan. Das Licht kann jederzeit wieder außer Kontrolle geraten. Du musst dich noch schonen. Wenn wir uns anstrengen, finden wir bestimmt etwas, das dir hilft. Wenn wir uns anstrengen? Was sollen wir denn noch machen? Alize, Rine will doch nur... Ich weiß, was sie will. Ich will es ja schließlich auch. Aber was nützt ein Versprechen, wenn man es nicht halten kann? Wir haben wie besessen nach irgendeiner Heilung, einer Linderung gesucht und nichts gefunden. Da bringt es doch nichts, jetzt wieder das Gleiche zu versprechen. Man kann doch nicht... Wir kommen auch mit. Wir können selbst etwas Trost vertragen. Und den finden wir am ehesten, wenn wir uns zusammen auf den Weg machen. Ich habe auch keine Lust, einfach nur auf deine Rückkehr zu warten. Lass uns dich begleiten. Es wird schon etwas geben, wobei wir dir helfen können. Einverstanden? Können wir denn auch was für euch tun? Wir wissen zwar nicht genau, was ihr vorhabt, aber es ist was ziemlich Wichtiges, oder? Wenn wir irgendetwas tun können, um der werten Kriegerin der Dunkelheit zu helfen, dann sagt es uns. Hast du ihnen etwa was erzählt? Nein, von mir wissen sie nichts. Ganz bestimmt nicht. Wir sind von allein darauf gekommen. Es war aber auch nicht schwer. Schließlich kam die Nacht immer genau da zurück, wo ihr gerade hingegangen wart. Ich hab's mir von Anfang an gedacht. Schon als der erste von euch hier auftauchte. Angeblich aus der Heimat des Kristallexarchen. Er hat die ganze Zeit auf irgendjemanden gewartet. Und als du kamst, war er auf einmal wie verändert. Mir ist's auch aufgefallen. Ich war dabei, als er dich am Tor abgeholt hat. So aufgeregt habe ich ihn in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das war nicht normal. Ja, so war's. Genau. Sicher doch. Wir wissen nicht, woher ihr und der Kristallexarch kommt. Oder warum ihr euch so für uns einsetzt. Aber dankbar sind wir euch dafür, auf jeden Fall. Wir wollen auch unseren Teil beitragen. Also bitte, wenn es etwas gibt, was wir tun können, sagt es. Das wäre ein ganz schöner Trupp, wenn wir die alle mitnehmen. Was denkst du, werte Kriegerin der Dunkelheit?